Wir schicken eine Geschäftsmodellinnovation ins Rennen. Seit über 30 Jahren stellen wir eine Branchensoftware her mit inzwischen 160 Mitarbeitern und haben uns für die Zukunft ein völlig neues Geschäftsmodell überlegt, auf der Basis einer Buy-and-Build-Strategie mit drei Kernelementen. Erstens, wir wollen Softwarehäuser zukaufen, die in der Nachfolge stehen, und gleichzeitig aber deren Branchensoftwarelösung, die sie haben, erhalten in der Zukunft. Sie soll also weiter bestehen bleiben. Zweitens, wir wollen eine Datenschicht schaffen, in der diese Softwarelösungen, die ja dann entstehen, miteinander kommunizieren. So entsteht ein einzigartiges digitales Ökosystem. Und drittens wollen wir die mittelständische Kultur aufrechterhalten, was mir sehr wichtig ist. Ich bin also weiterhin Mehrheitsgesellschafter, auch nach Einstieg eines kapitalstarken Family Offices bei uns im Unternehmen, welches uns natürlich die Umsetzung dieser Strategie überhaupt erst ermöglicht. Alles zusammengenommen wollen wir also die erste inhabergeführte Buy-and-Build-Softwaregruppe Deutschlands mit einem eigenen digitalen Ökosystem werden. Software hilft Menschen auf der ganzen Welt, effizienter zu werden, neue Produkte zu entwickeln, besser zu werden. Letztlich hilft Software, den Wohlstand von morgen zu sichern. Und Branchensoftware selbst ist besser als Einheitssoftware zur Abwicklung von Unternehmensprozessen. Einheitssoftware oder sogenannte Monolithensoftware bekommen wir hier bei den uns bekannten Digitalkonzernen. Das sind aber eher Bauchläden. Brötchen beispielsweise schmecken ja auch beim Bäcker besser als beim Discounter. Und ich glaube, Branchen brauchen Spezialisten. Unser Alleinstellungsmerkmal ist, dass unsere Branchenlösungen ja miteinander kommunizieren über das digitale Ökosystem. Und damit werden unsere Kunden am Ende erfolgreicher als ihre eigenen Mitbewerber. Ganz nebenbei verhindern wir dadurch den Ausverkauf von Softwareunternehmen in der Nachfolge an Finanzinvestoren oder Digitalkonzerne aus Übersee und halten somit die digitale Souveränität hier in Europa. Unser Konzept ist tatsächlich über viele Jahre entstanden. Wir glauben schon lange an den Best-of-Breed-Ansatz, der die These verfolgt, dass eine Speziallösung für einen größeren Bereich effektiver ist als Monolithenlösungen. Es hat aber immer an der Orchestrierung dieser Insellösungen gefehlt und das haben wir durch unser digitales Ökosystem nun gelöst. Hinzu kam das Problem, dass inzwischen eine Nachfolgewelle entsteht bei Softwareunternehmen, die keine Nachfolge haben. Und diese Nachfolgewelle greifen wir natürlich jetzt auf und bieten neben den Finanzinvestoren und Konzernen einen völlig alternativen, mittelständischen, nachhaltigen Weg. Für mich war die wichtigste Innovation der letzten 20 Jahre zweifelsfrei das Smartphone, denn es hat die Art, wie die Menschheit, muss man tatsächlich sagen, kommuniziert und kollaboriert, auf ein völlig neues Niveau gesetzt. Ich denke, das ist wie Fluch und Segen. Vielleicht hätte das Smartphone nie erfunden werden sollen, dann müsste ich nicht mit meinen Kindern jeden Tag die Nutzungsdauer diskutieren.